Hey Leute, Kaito Darko hier. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar, heute will ich mir die Frage stellen, was ist eigentlich in dieser 3DS-Version von Pokémon Gold drinne? Also, es ist ja schon eine Weile her, dass Pokémon Gold eigentlich bei uns erschienen ist. Und jetzt haben sie es nochmal für den 3DS released. Ich will außerdem schauen, weil heute ist es eigentlich noch nicht draußen, es kommt eigentlich erst am Freitag, also morgen. Und ich will aber mal schauen, ob dieses Spiel, beziehungsweise ob dieser Download-Code, der drin sein soll, ob das überhaupt schon funktioniert. Ne, das ist eine ganz wichtige Frage natürlich, weil wir wollen ja natürlich wissen, funktioniert das Spiel überhaupt schon oder kann man dieses Spiel überhaupt schon spielen? Und außerdem will ich noch einen kleinen Vergleich starten, wie eigentlich die originale Version, beziehungsweise wie die originale Verpackung aussah von Pokémon Gold und das halt mit dieser hier vergleichen. Weil ich habe die originale Packung nämlich auch genau hier und deswegen wollen wir mal schauen, was da los ist. Okay, als erstes schauen wir uns das Ganze mal an. Also so die Verpackung an sich ist jetzt eigentlich nicht verkehrt. Es ist tatsächlich in diesem alten Stil, sag ich jetzt mal, mit diesem Glanzeffekt und hast nicht gesehen, ist das jetzt eigentlich ganz gut wieder erhalten oder wieder neu aufgelebt. Es ist hinten stehen jetzt noch ein paar zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel, dass es jetzt auch mit der Pokémon Bank kompatibel ist. Aber an sich sind die Artworks dieselben wie damals. Tatsächlich, es ist dasselbe wie damals und das ist eigentlich eine ganz nice Sache, tatsächlich. Muss man wirklich zugeben. Und ja, auch in das kleine Detail, das hier an der Seite, das sieht man glaube ich so. Das ist das Elekid hier, ja, hier. Dass es hier auch so schön so zu sehen ist, ne? Also das ist auch eigentlich ein schönes, kleines, nettes Detail, was mir persönlich auch ganz gut gefällt. Und jetzt schauen wir uns mal den ganzen Inhalt an. In der japanischen Fassung gibt es tatsächlich einiges. Ich will es eigentlich nicht zerdrücken, aber okay. In der japanischen Fassung gibt es tatsächlich einiges, was da drin ist. Und bei uns gibt es leider, das hier. Also quasi das Ding ist das Einzige, was da drin ist. Mehr ist da nicht drin, tatsächlich. Mehr ist da nicht drin. Es ist nur dieser Download-Code. Es ist lediglich dieser Download-Code, der tatsächlich in dieser Verpackung drin enthalten ist. Das ist leider jetzt schon ein bisschen mager, ein bisschen wenig. Also, ich weiß, was heißt mager, es kostet 10 Euro, das Ding, das Teil kann man sich halt in die ins Regal stellen oder sonst irgendwas oder was auch immer ihr damit macht. Vielleicht könnt ihr es auch als Brennholz verwenden, je nachdem, was ihr macht. Also, im Grunde ist es ganz geil, also muss ich sagen. Also, ich finde es nur halt, wie gesagt, schade, dass es halt nicht so wirklich das ist, was die Japaner gekriegt haben. Das finde ich ein bisschen schade. Kann sein, dass die japanische Fassung sogar teurer ist. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber hier in dem Falle ist es eigentlich schon mal ganz gut. Okay. Und jetzt kommen wir doch einfach mal ganz stumpf zu der originalen Game Boy Color Version. Die originale Game Boy Color Version. Ich muss das jetzt nämlich mal hier kurz schließen. So. Ich muss jetzt mal kurz schließen. So. Und jetzt habe ich hier die beiden Originale, beziehungsweise die beiden Versionen nebeneinander tatsächlich als Vergleichsbild. Man kann auf jeden Fall, ich denke mal, Unterschiede erkennen. Auch wenn sie nicht wirklich großartig sind. Tatsächlich, also hier ist jetzt die Game Boy Color Version. Es ist etwas breiter, etwas höher, ein bisschen höher, sage ich jetzt mal, die originale Version. Und es ist auch breiter, muss man dazu sagen. Aber wenn man das jetzt so zusammenpackt, war ja wirklich sehr viel, ist es nicht. Also wirklich viel breiter ist es tatsächlich nicht. Also es ist natürlich, ich dachte kurz, es wäre tatsächlich ein bisschen breiter. Aber so von der Seite her sieht man das ganz gut, dass es tatsächlich ein bisschen breiter ist. Ja, hier wie gesagt das kleine mit dem Elekid, das haben sie hier bei der Game Boy Color Fassung natürlich ebenfalls drin gehabt. Nur war hinten sind natürlich ein paar andere Dinge, da stehen halt womit es kompatibel ist. Unten ist sogar noch ein Screen von, hier unten ist jetzt zum Beispiel auch noch ein Screen, wie es auf dem normalen Game Boy aussieht. Dann halt noch vom Super Game Boy, wer den noch kennt und sowas. Und dann sind natürlich auch andere Dinge drin gewesen, wie jetzt, ich will den ganzen Kram jetzt nicht rausdüdeln, weil das meiste kennt man sowieso. Das meiste ist halt dieser ganze Papierkram mit Bedienungsanleitung und so weiter. Das ist ja heutzutage alles eher digital geworden. Aber so vom Material her ist das beides sehr ähnlich. Also es ist beides wirklich extrem ähnlich und es ist beides eigentlich auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Die haben beide Versionen, also beide Packungen, sage ich jetzt einfach mal. Es sind nur die Packungen jetzt gerade. Beide Packungen sind tatsächlich ziemlich, ziemlich gut und ich finde eigentlich, dass das 3DS-Teil recht originalgetreu ist. Muss man tatsächlich sagen. Die 3DS-Packung ist ziemlich originalgetreu. Doch jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's mal um die scheiß Wurst, hätte ich mal gesagt. Kann man das schon vorher runterladen? Das wollen wir uns jetzt mal geben. Nicht gucken. Nein, der Download-Code wird sowieso ungültig sein, wenn ich ihn euch zeigen würde. So oder so. Okay, gut. Also ich werde jetzt einfach mal meinen 3DS mir schnappen. Den guten alten 3DS. Ist immer noch der XL und nicht der New 3DS XL. Wundervoll, wie er das Thema jetzt machen will.
Okay, interessanterweise ist es tatsächlich so, dass das, Moment. Es ist tatsächlich so, dass sehr interessant, dass dieses Pokémon Gold Silber bereits hier im E-Shop drin gepublished wird, sage ich jetzt mal. Und die Frage ist natürlich, kann man es überhaupt schon runterladen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es scheint hier schon drin zu sein. Sie haben es tatsächlich schon drin, aus irgendwelchen Gründen. Also ich nehme jetzt einfach mal den Download-Code, löse den ein, weil eigentlich wird es erst morgen released, aber sie haben es aus irgendwelchen Gründen schon im E-Shop drin. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass sie, weil es schon viele Läden verkauft haben und sowas, dass sie es deswegen schon reingegeben haben. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß beim besten Willen nicht. Jedenfalls gebe ich den Code einfach mal ein und schauen wir mal, was passiert. Und da haben wir den Salat. Der Artikel, den ich eingegeben habe, ist noch nicht verfügbar, ja. Beziehungsweise hier, unten. Ja, der Artikel ist nicht verfügbar, weil er noch nicht, ja, weil ich ihn erst am Erscheinungsdatum eingeben muss. Beziehungsweise ich den Code erst am Erscheinungsdatum eingeben muss. Das bedeutet, das Game ist an sich schon hier drin, tatsächlich. Es ist schon hier drin, tatsächlich. Es steht sogar hier schon auf Deutsch. Hier, ich kann es euch sogar zeigen. Also wer es nicht glaubt, ihr könnt es tatsächlich anscheinend schon runterladen. Ich weiß es nicht. Obwohl hier Erscheinungsdatum 22.09. steht, aber aus irgendwelchen Gründen kann man es schon runterladen. Also man kann es hier ganz gut sehen, glaube ich. Also ist schon ein bisschen verwirrend. Aus irgendwelchen Gründen haben sie es irgendwie schon drin, aber irgendwie kann man es halt noch nicht so wirklich sehen. Wahrscheinlich ist halt, weil es runtergeladen wird, kann man da wahrscheinlich, oder wenn man es vorbestellt, kann man wahrscheinlich irgendwas kriegen. Bin mir nicht sicher. Bin wie gesagt überhaupt nicht sicher. Und ja, jedenfalls könnt ihr den Download-Code bis dato erstmal vergessen. Also bis morgen sozusagen. Ihr könnt das Spiel halt noch nicht spielen, leider. Ihr müsst halt warten, bis das Spiel dann im Endeffekt morgen erscheint. Oder um 0 Uhr wahrscheinlich. Könnt ihr es wahrscheinlich sogar schon runterladen. Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls ist das soweit alles von mir. Ich habe beide Versionen, beide Packungen erstmal soweit verglichen. Es sind beide sehr schön nachgemacht, sag ich mal, oder nachgestellt, weil es sind tatsächlich auch dieselben Screens zum Beispiel auch wie auf dem Original. Und einfach alles ist ziemlich originalgetreu geblieben und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ja gut, das war soweit alles von mir zur Pokémon Goldenen Edition. Was ist eigentlich in dieser Retail-Fassung drin? Es ist leider nicht sonderlich viel. Aber gut, in diesem Sinne, ich bin Kaito Darko, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst es abonnieren nicht, falls ihr es nicht schon getan habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und auf Wiedersehen!